Moin! Mal wieder in meiner Werkstatt. Es geht auf Weihnachten zu. Wir haben noch, kurzer Blick aufs Kalender, gute 8 Wochen bis Weihnachten. Und ich möchte ein bisschen Weihnachtsdeko bauen. Und zwar habe ich schon mal so große Sterne gemacht. Die wollte ich gerne nochmal machen. Bloß ich muss nochmal ausrechnen, wie ich die Kanten schneiden muss und wie ich so einen Stern... Ja, ich habe irgendwo die Maße gelassen, die habe ich weggeschmissen leider, irgendwie sind mir die abhanden gekommen, ich finde die hier nicht wieder. Da habe ich mir genau aufgeschrieben, wie ich die Spitze auf Gradzahl schneiden muss und jetzt muss ich das Ganze nochmal ausrechnen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das vor einem Jahr gemacht habe, da muss ich gleich mal gucken. Also was ist der erste Schritt? Ich mache mir erstmal ein Maßbrett, also ein Aufriss, ein Maß vom Stern. Und dann muss ich nochmal mir genau die Winkel da raus messen, damit ich weiß, wie die Spitzen ich schneiden muss und der innere Teil vom Stern, möchte ich sagen, welche Gradzahlen ich da schneiden muss. Und das wird nochmal Tüftelei. Ich weiß wohl, dass ich beim letzten Mal da ewig dabei war, bis ich wirklich eine saubere Schmiege hatte und der Stern auch vernünftig im Ganzen zusammen war. Soll ja auch vernünftig aussehen. Material wird sein Kiefer. Kiefer, ich habe noch so Leimholzbretter aus dem Baumarkt. Die sind für den Zweck eigentlich sehr gut, sind auch sehr günstig, kosten ein Brett, glaube ich, 3,19 € und das reicht für so einen Stern vollkommen, ja? Für die paar Wochen, wo man ihn wirklich als Deko irgendwo stehen hat. Dann möchte ich vielleicht in den Stern hinein noch ein paar Tannenbäume reinmachen, das weiß ich noch nicht genau, aber erstmal muss ich gucken, dass ich die Gradzahlen von dem Stern wieder rauskriege. Ja, ihr kennt das, ohne Aufmaß läuft nichts. Ja, was heißt, ich bin auch nicht so der Mensch, der immer nach Aufrissen arbeitet, aber es gibt Dinge, da muss es sein, bei einer Treppe ohne Aufriss geht gar nicht. Schränke zumindest mal grob gemessen und auch grob eingeteilt, da muss man auch schon mit dem Maß arbeiten, aber sonst viele Dinge, die mache ich so aus der Hüfte raus. Ja. Man kann das eigentlich auch sehr gut. Ohne Tee geht gar nichts, Entschuldigung. So, ich gehe mal kurz gucken, irgendwo finde ich noch eine alte Platte, wo ich drauf malen kann. Ihr kennt ja, mein Platten-Möchtegern-Lager schon. Nehmen wir das. Seht ihr, da habe ich schon einen Aufriss drauf. Hier sieht man es vielleicht ganz schlecht. Da habe ich die Schmiege von einem Wintergarten drauf. Da habe ich Kunststoffrahmen gemacht. Und da musste ich mir halt auch die Schmiege rausholen. Das waren 43 Grad. Na egal. Wie kriege ich das am besten hin? Wie male ich mir so einen Stern auf? Gehen wir von einem Kreis aus. Ein Kreis hat ja nur 380 Grad. Das müsste klappen. Ich hole mal im Zirkel. So, mein Zirkel. So, ich richte euch mal ein bisschen auf die Platte. Wenn ich einen Denkfehler drin habe, bitte gleich Einspruch. Ein bisschen überbelichtet, einen Moment. So ist besser. So, wie groß ist ja eigentlich egal. Es ändert sich ja nie was an der Gradzahl. So ist jedenfalls mein mathematisches Denken und ich hoffe, ich liege da richtig. Ja, das reicht. Ich brauche ja bloß einen Stern als Muster, um mir da die Maße wegzuholen. Und ich glaube, die Größe reicht nicht. Also Stern. Grundprinzip Kreis. Ich habe noch so einen alten Holzwinkel, beidseits nur Spitze dran. Jetzt kann ich ja eigentlich irgendwo hier anfangen und mir meinen Punkt suchen. Das müsste ja eigentlich am Ende die Spitzen ergeben. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber so müsste es sein. Ich weiß gar nicht, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Das kann man irgendwie ausrechnen, aber der Mathe-Profi bin ich ja auch nicht. Passt das? Passt. Sehr gut. Das sind ja jetzt eigentlich meine Punkte, die ich haben muss, um da einen Stern draus zu machen. Jetzt muss ich eben meinen langen Winkel holen. Scharfer Bleistift, immer ganz wichtig, um nachher irgendwas messen zu können. Eigentlich müsste ich doch jetzt nur diese Punkte verbinden. Ich mache es ein bisschen länger, damit ich da gleich vernünftig messen kann. Das sieht schon mal gut aus.
das mit dem verbinden. Für gewisse Dinge habe ich manchmal dann halt auch mein Formelbuch, was ich dann wieder rauskrame. Ist das richtig, was ich mache hier? Ich glaube wohl, jetzt kommt der mit dem. Ist immer ganz nützlich. Man kann die ganzen Formeln, die man so in seinem Job braucht, nicht behalten. Das sieht schon mal gut aus. Dann kann ich die beiden mit dem verbinden. Es wird, glaube ich, schon ein Stern. Ja, das sieht gut aus. So. So. Punkte genau finden, sonst stimmt es nachher nicht. Da habe ich mich nämlich vor 2 Jahren echt mit gequält, diese einen Winkel rauszukriegen. So, jetzt habe ich mal einen Stern. Das heißt, ich könnte es überhaupt sehen. Hol euch mal ein bisschen weiter ran. Gebt euch noch ein bisschen. Ja, nur sieht man den Stern. Jetzt ist natürlich die Frage, ich möchte natürlich das hier im Rahmenbau machen. Nur den Stern. Und wie schneide ich jetzt diese Schmiegen? Das ist jetzt meine Frage. Da muss ich halt eben messen. Das ist auch ein wichtiges Instrument, was einfach in jede Werkstatt gehört, in jede Bastelwerkstatt, der ein bisschen bastelt und ein bisschen genauer bastelt, braucht auch Geodreieck. Ja, wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ich weiß es selber nicht. Ich hoffe, ihr seht was. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ich jetzt von 90 Grad ausgehe, dann habe ich hier, ist zu kurz mein Strich, ach, kann ich auch da, 10, 20, genau 30 Grad. 30 Grad ist die Spitze. 30 Grad. Wenn ich so nochmal messe. Ja. Bleibt bei 30 Grad, wenn ich jetzt von 90 angucke. Ja? Also hier wäre ja ein gerader Schnitt vom Stück Holz, wenn ich das abschneide. 1, 2, 30 Grad. 30 Grad. Können wir eben gegenrechnen, 30 Grad, eine Spitze, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind 6 mal 30, 180 Grad, das passt da schon mal, da haben wir einen halben Kreis. Dann kann ja rein theoretisch, wenn wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Innenspitzen haben, dann müssen das hier auch 180 Grad sein, sonst kommen wir ja nicht auf unsere 360. Richtig? Richtig. Jetzt muss ich hier aber einen Spitzenwinkel wohl schneiden und da halt einen Stumpfen. Und dann muss ich halt eben gucken, was ich dabei rauskriege. 30 Grad, das heißt, hier habe ich 15 Grad pro Schmiege. Ist das richtig? Ist das richtig gedacht? Ich messe, Herr Hübenbecker, ich messe. Da haben wir auch 10, 20, 30, so gesehen. Wenn ich natürlich von hier messe, habe ich 60. Okay. Dann gehe ich davon aus, weil ich hier einen stumpfen Winkel brauche, sind das hier 30 Grad, die ich schneiden muss. Und hier ein Spitzenwinkel, werden das 15 Grad sein. Ist doch umgekehrt, oder? Oh. Ist ja egal, stumpf oder spitz. Jedenfalls, ich versuche es so. So, jetzt dürft ihr mich auch wieder angucken. So. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Rechnung ganz aufgeht. Ihr seht schon, so einfach ist das alles gar nicht, wenn man so ein bisschen mathematische Formeln braucht. Und die braucht man im Job doch öfter. Ja. Und ohne so einen Aufriss kriegt man das halt nicht raus. Und man probiert 100.000 Mal und hat man so viel Holz verschnitten, obwohl man... Ja, ihr wisst, was ich meine. Jetzt kann ich aber nach dieser Schablone auch arbeiten. Ich könnte ein kleines Stück Holz schneiden, was genau hier drauf passt, um zu gucken, ob das nachher passt. Das kann ich hier auf die Länge nachher, das müsste eigentlich gleich bleiben, ob ich den Stern nun 40 cm groß mache oder 20. Die Winkel bleiben ja gleich. Kommt dann bloß auf die Länge, auf die Hölzer an. Ja. Dann probieren wir das mal. Gut, fangen wir an.
Wie schneide ich das Ganze? Das ist jetzt nichts für die Kappsäge, muss ich sagen. Das kriegt man nicht so genau hin. Ist wieder was für die Tischkreissäge oder für die Formatkreissäge mit meinem selbstgemachten Holzanschlag. Da muss ich halt eben gucken, wie ich den Winkel mir da festlege. Muss ich mit der Schmiege gleich im Arbeiten. Und dann kann es losgehen. So, ich habe das nochmal nachgemessen und stelle mir jetzt meine Schmiege danach ein und versuche mal so ein Muster zu schneiden, ob das dann passt. So, jetzt habe ich wieder mein übliches Problem, wer kennt es nicht? Wo ist der olle Bleistift hin? Da, da ist er ja. Ich suche mir jetzt einfach mal hier einen Fixpunkt an meiner Platte und stelle da meine Schmiege ein. Nach dem, was ich da gerade gemessen habe. Und dann müsste... Passt, passt, passt. 30 Grad, nicht so wackeln. Da ist 30 Grad. Punkt jetzt verbinde, habe ich 30 Grad Winkel von der Plattenkante. Mir jetzt an meine Schmiege übertragen kann. Was eine Schmiege ist, kennt sicherlich jeder. Eine Schmiege ist, ich zeig's gleich mal kurz. Ja, muss ein bisschen genau sein. Das ist eine Schmiege. Die Schmiege kann ich jetzt fest einstellen, entweder hierhin, dahin, wie ich sie haben möchte, und kann damit jetzt meinen Winkel an der Kreissäge einstellen. Das Ding heißt Schmiege. Hört man auch immer wieder gerne andere Varianten. Aber dann wollen wir mal gucken. Das meine ich jetzt. Kann ich das schön ans Sägeblatt anlegen, die Schmiegenseite. Und kann jetzt danach meinen Anschlag einstellen, bis es passt. So, okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den Innenteil damit geschnitten bekommen. Ich habe mir so ein paar kleine Musterleisten auf Spanplatte, damit ich den Mist auch mal loswerde, hier geschnitten. Mal gucken. Ich habe es 30 Grad geschnitten und werde jetzt gucken, ob das in den Stern hineinpasst. Weil wenn, dann hätte ich ja schon mal eine Gradzahl getan. Und wenn ich alles richtig gemessen habe, müsste sie da reinpassen. Ja, perfekt. Perfekt. Das ist also das Innenstück. Ich nehme es mal kurz mit. Da könnt ihr sehen, das ist jetzt der Innenteil von dem Kern, von dem Stern. Ja, Kern, du Hammel. Also das sind 60 Grad. 60 Grad durch 2 geteilt sind 30 Grad. Das ist jetzt ein Schnitt von 30 Grad, den ich da gemacht habe. Und wie ihr seht, passt es hundertprozentig. Das heißt für mich jetzt also, ich hänge jetzt nochmal wieder ein, der innere Stern, also der stumpfe Winkel, muss ich also 30 Grad schneiden. Okay, das ist ja schon mal dann erledigt. Dasselbe mache ich jetzt mit dem Spitzenteil vom Stern. Auch da halbiere ich mir die Schmiege, stelle sie drauf ein und schneide es dann. Und dann sollte es eigentlich passen, und wenn ich alles zusammenlege, müsste es einen Stern ergeben. Ja, ich hoffe. Ja, Leute, hier nochmal. Also, ich habe ja gerade ausgerechnet, es sind in dem Mittelstern 60 Grad durch 2 sind 30 Grad pro Schnitt. Das passt. Ich
Hier habe ich mich gerade versehen, was ich gerade am Anfang ausgerechnet habe mit, das sind 120 Grad vom Stern hier vorne an der Spitze. Jetzt muss ich natürlich 120 Grad durch zwei teilen, habe ich gerade gemacht. Und bekomme dann eine Schmiege von 60. Muss jetzt auf 60 Grad meine Schmiege einstellen. Und dann hoffe ich, dass ich auch die Spitze dann sauber hinbekomme. Dann sehen wir was. Ich hoffe, dass mein selbstgebauter Anschlag das soweit mitmacht, weil das ist schon eine kleine Herausforderung. Auch hier wieder genaues Einstellen mit der Schmiege. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit rüber kann. Ich glaube, ich habe meinen Anschlag nur auf 45 Grad ausgelegt. Aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Seht ihr? Da waren sie wieder. Meine 48,11, 47,12 Probleme. Was ist jetzt mein Problem? Die Nut ist nicht lang genug hier. Ich habe das eigentlich nur dafür ausgelegt, dass ich 45 Grad schneiden kann. Und jetzt... Ich glaube, ich nehme die Schraube raus hier. Das ist ja alles sehr, sehr machbar, will ich sagen. Und probiere, ob ich das dann so damit schneide. Das heißt, der Anschlag muss immer runter. Zack. Löse hier mein System raus. Also Schraube raus. Alles raus. Und das finde ich immer so gut, wenn man selbst was baut und man das eben ruckzuck auch für alles andere umbauen kann. Und jetzt setze ich mir einfach bei 60 Grad da hinten eine Zwinge drauf. Dann sollte das auch gehen. Hoffe ich. Selbe Prozedur wieder. Also ich habe jetzt auch wieder festgestellt, wie beim letzten Mal auch, so einen Stern zu schneiden ist nicht ganz einfach. Aber geht nicht, gibt's nicht. Einfach anfangen. So, Zwinge. Setze ich jetzt hier hinten drauf. Damit sich mein Anschlag nicht verstellt. Jetzt schneiden wir noch mal ein Musterstück. Habe ich noch so ein Stück Plattenstreifen? Ja, habe ich noch. Das schöne über Spanplatte. Zack, zack, ab, ab, erhöhen. Das ist also unsere Spitze. Was soll ich sagen, sie passt genau. Ich zeige es euch auch hier nochmal. Da könnt ihr es sehen. Es passt genau. So, jetzt nochmal zusammenfassen für alle, die jetzt ein bisschen verwirrt sind und vielleicht nicht alles so mitbekommen. Ah, Mann. So, also, wenn ihr so einen Stern nachher am Ende nachbauen wollt, die Spitze von außen ist 120 Grad und ihr müsst einen 60 Grad Winkel schneiden. Also das hier sind 60 Grad und zusammen sind es 120. Das wäre die
Spitze von außen vom Stern. Und von innen müsst ihr dann die 30 Grad schneiden, diese hier. Das ergibt dann den Stern-Innen-Bereich. Dreckig. Habt ihr jetzt verstanden, ne? Hoffe ich. So, das ist der Stern-Innen-Bereich. Somit habe ich jetzt meine beiden Gradzahlen, die ich am Ende schneiden muss. Muss bloß aufpassen, dass ich wirklich eine Seite 60 Grad schneide und die andere Seite mit 30 Grad. Dann auch noch richtig rum, damit ich das nicht verdrehe. Und dann gucken wir mal. Fangen wir an. Dauert alles ein bisschen zu hobeln.